Wasser ist lebensnotwendig und unsere wichtigste Ressource. Grundwasser in ausreichender Menge und guter Qualität hat einen unschätzbaren Wert. Wir haben im Saarland sogar mehr als ausreichend davon. Unser Trinkwasser wird annähernd vollständig aus natürlich gefiltertem Grundwasser gewonnen. Daneben eignet sich auch Talsperrenwasser, also Wasser aus Oberflächengewässern zur Wasserversorgung und somit auch zur Nutzung als Trinkwasser. Das qualitativ hochwertige Lebensmittelwasser kommt bei allen Saarländerinnen und Saarländern direkt aus dem Wasserhahn. Das ist längst nicht überall so. Das Saarland hat mit seinen großen Grundwasservorkommen ein Privileg. Durch Niederschläge in Form von Regen, Schnee oder Nebel gelangt das Wasser auf den Boden, wo es teilversickert. Es wandert so unterirdisch durch viele Gesteinsschichten, wo es sich in sogenannten Grundwasserleitern sammelt. Auf dem Weg dorthin wird es natürlich gefiltert. Ein Teil tritt an Quellen wieder an die Erdoberfläche und speist Bäche und Flüsse. Durch die Einstrahlung der Sonne verdampft das Wasser wieder und bildet neue Wolken. Der Kreislauf beginnt wieder von vorn. Trotzdem, der Klimawandel ist im Gang. Wir spüren das, wir bemerken das. Es passieren derzeit auch bei den Wetterabläufen die Änderungen, die uns die Klimaforscher vor etwa 30, 40 Jahren relativ gut vorhergesagt haben. Und zu diesen Änderungen gehören eben auch Trockenphasen. Und diese Trockenheit am Boden, das ist das eine Thema, was uns beschäftigen muss. Und das andere Thema ist das Grundwasser. Und da gibt es im Saarland den Vorteil, dass 279 Liter auf den Quadratmeter in den Monaten November, Dezember, Januar fallen. Und dieses Wasser, das im Winter fällt, das ist das entscheidende Wasser, um das Grundwasser neu zu bilden. Im Saarland bilden sich im Wasserkreislauf jedes Jahr 180 Millionen Kubikmeter bestes Grundwasser, alleine in den wichtigen Grundwasserleitern. Auf dem langen Weg der Versickerung wird das Niederschlagswasser ganz hervorragend gefiltert. Diese Reise kann mehrere Jahre dauern. Von diesem Grundwasser sind ökologisch ca. 55% nutzbar. Tatsächlich werden zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung nur etwa 40% benötigt und gefördert, um unsere Trinkwasserversorgung sicherzustellen und die Bedarfe von Landwirtschaft, Industrie und Getränkeherstellern zu decken. Im Durchschnitt verbraucht jeder von uns 120 Liter Wasser am Tag für Körperpflege, Toilettenspülung oder dem Entspannen im Pool. Mit durchschnittlich 4 Litern wird nur der kleinste Teil unseres kostbaren Wassers tatsächlich zum Kochen und Trinken verwendet. Unser aller Ziel muss es sein, den naturnahen Wasserhaushalt und damit die Zukunft nachfolgender Generationen im Saarland zu sichern. Deshalb hat das Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz saarlandweit Wasserschutzgebiete ausgewiesen, in denen strenge Auflagen dafür sorgen, dass unser Grundwasserschatz nicht gefährdet wird. Für uns alle gilt es, Gewässerbelastungen im privaten Umfeld so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört es zum Beispiel, Medikamente ordnungsgemäß in der Restmülltonne zu entsorgen, das Auto in der Waschanlage zu reinigen, auf Unkrautvernichtungsmittel zu verzichten, bei der ersten Schneeflocke nicht sofort Streusalz zu werfen und Pools beim Wasserwechsel nicht in den Garten zu entleeren, sondern das gebrauchte Wasser in die Kanalisation abzuleiten. Dem Grundwasser nützt auch jede Maßnahme zur Entsiegelung von privaten Flächen, damit Niederschlagswasser im Boden versickern kann, statt oberirdisch zu verdunsten. Eine gute Alternative ist auch, Regenwasser von befestigten Flächen wie etwa Dächern aufzufangen und für die Gartenbewässerung zu nutzen. Und bevor Sie Geld für Flaschenwasser ausgeben und das auch noch schleppen müssen, trinken Sie doch lieber dasselbe Wasser deutlich günstiger direkt aus Ihrem Wasserhahn. Ein Liter davon kostet Sie nur etwa 0,2 Cent. Deswegen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle einmal einen Schluck saarländischen Kranenwassers genießen. Zum Wohl und Prost. Ah, ein wunderbarer Jahrgang.